Dieses Video widme ich der vierten Legende, der Pizza Salami. Danke für die unschöne dreckige Zeit, Bruder. Fiat Ferrari Pizza Salami, Bro. Mit schwarzen Felgen. Wie kann ein Auto so gut aussehen? Ein italienisches Meisterwerk. Der ein oder andere Fritz Kevin Müller wird mir natürlich nicht glauben, dass das ein Ferrari ist. Was sagst du jetzt? Guckt euch das mal hier nochmal an. Ich habe einfach Carbon-Kennzeichen. Natürlich hat nicht jeder, kann sich nicht jeder leisten. Aber ich bin ja nicht mehr Geringverdiener, armer Nackömer. Ah, guck mal hier. Das ist auch Cabriolet. Ja, das ist... Geht aber nicht. Oh doch? Nee. Oh doch? What the? Aber warte mal, das geht nicht mehr zu, gell? Komm. Doch, das geht zu. Hä? Der Vorbesitzer hat zu mir gesagt, das geht nicht. Wieso hat er mich angelogen? Wow. Wie, yo, wie geschmeidig. Viel geschmeidiger als der Kack-After. What the fuck? Oh nein. Das Dach. Ich hab das Dach kaputt gemacht. Oh nein. Erstmal muss ich das Schild hier zurückbringen. Wartet mal kurz. Bam. Immer alles so hinterlassen, wie es war. Wir sind hier in Deutschland. Hier gibt es Gesetze. Wenn man diese Gesetze bricht, habe ich gelernt, kommt Angelo Merte und dann gibt es Abschiebung. Deswegen alles gechillt. Bro, habe ich das Dach jetzt kaputt gemacht? Ich habe das Dach kaputt gemacht. Bruder, ich habe das Dach. Am ersten Tag ist schon wieder was kaputt gegangen. Alter, die Power. Wow. Was ist das? Was ist das? Wer braucht denn das? Oh, Peitsche. Ah, komm, schneller! Schneller! Ja, mein kleines Pferd! Schneller! Jeha! 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 Wow. Ja? Wow! What the fuck? What the fuck? Yo. Hey, was ist das hier? Licht, 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 Licht. Erster Gang. Das ist nicht der erste Gang. Das ist der erste Gang. Hey, what the fuck? Hey, wieso? Wieso ist Warnblinker an? Ah, warte. Auto aus. Auto an. Warnblinker aus. Läuft. Krass, der hat diesen Sicherheits... Was ist das? Hey, was blinkt denn hier? Was ist das? Was höre ich denn da? Achso, der Blinker war noch an. Hier, der Blinker war an. Oh, Chabo Mabo. Scheiße. Dreck. Es kommt hier nicht durch. Wir müssen uns da was anderes überlegen. Am besten, ich stecke das erstmal kurz hier rein. So, damit das nicht rausfliegen kann. So wird es auf gar keinen Fall rausfliegen. Oh, Scheiße. Die Abdeckung hier ist abgefallen. Mist. Oh, Scheiße. Können wir aber gleich wieder reparieren. Diese Pedale sind wirklich, wirklich für Italiener gemacht. Wir alle wissen, wie klein Italiener sind, ca. 80 cm groß. Und guckt euch das mal an, das ist eine Karte, nur damit ihr mal einen Größenvergleich habt. Pass auf, einfach diese Karte hier, die einer normalen Kreditkarte ähnelt, genauso groß ist, ist einfach größer als alle drei Pedals, Alter. Die Karte brauche ich nicht. Wieso bin ich eingestiegen? Wieso bin ich eingestiegen? Wieso? Das ist ein Ziegelstein. Oh Gott. Man kann eigentlich auch so einsteigen. Hüp. Lockig, flockig.
Geil. Das ist geil, Junge, wenn die, wenn die Tür kaputt geht. Können wir trotzdem rein ins Auto. Okay, Stoßstange ist hier jetzt ab. Ja, ein kleiner Kratzer. Ein kleiner Kratzer ist drin. Halb so schlimm. Halb so wild. Hauptsache, die Rennstreifen sind noch vorhanden. Alles andere ist scheißegal. Da ist ein Mülleimer. Ganz schnell Mülleimer noch wegklatschen. Und dann geht's hier weiter mit dem Test. Weiter mit dem Test. Weiter mit dem Test. Test! Da, 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 da! In die Kurve mit dem Scheißding! Ja! Walla, walla! Warte, was ist denn das? Geiler Hund. Alter, die Möhre hat aber Dampf. Die Möhre will nach vorne schießen. Wir fahren jetzt genau 111 Stundenkilometer pro Stunde. Jetzt sind es immer noch 111. Hä, was ist los? Hä, GPS-Tracking-System, was ist los mit dir? Och Mann, maximale Geschwindigkeit. Ach, da steht das. Jetzt sehe ich das erst. 94 km/h. Ach so. Sag doch gleich. Ich gucke hier unten hin. Gleich ist hier unbegrenzt. 110. Oh, jetzt geht er aber hier vorwärts. Oh, die Salami rollt. Die Salami rollt. 120, vierter Gang. Macht alle Platz da. Ich muss auf die linke Spur. 130. 140. Wow. Da, was macht denn der Opel da, du Popel? Hey, Junge, denkst du auch, du wärst jetzt cool oder was? Hui, wenn du wüsstest. Ich drücke nicht mal 10% auf das Gaspedal. Oh, scheiße, ich glaub. Nein, 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 nein. Nein, 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 bitte nicht. Scheiße! Dritter Part und schon alles gefickt! Was soll die Scheiße? Verdammte Scheiße! So, passt, passt. Jetzt sind die Leute gewarnt, gemahnt, geschahnt. Ja, du musst mich abholen, das Auto ist Schrott. Ja, genau, genau. Ich warte hier auf dich. Ich rufe jetzt den ADAC an. ADAC anrufen, ADAC. Alle Leitungen belegt, klar, am Samstag. Ja, hallo. Und zwar, ich habe eine Panne und stehe auf der Autobahn. Nee, das ist kein Ford Ka. Der Ford Ka wurde schon abgeschleppt beim letzten Mal. Das ist ein Fiat Seicento. Ja, Leute, ich habe jetzt alles geregelt. ADAC kommt, schleppt mich ab und das Auto geht direkt zum nächsten Schrottplatz. Junge, was für ein Abenteuer war wieder hier. Hallo, und das ist immer so. ADAC ist da. Da geht jetzt der Fiat Ferrari Pizza Salami weg. Einfach weg. Einfach weg. Da geht der hin, der Fiat. Ferrari Pizza Salami. Hau rein. Wir sehen uns nie wieder. Du hast echt lange ausgehalten, Bro. Echt lang. Respekt. Oh yeah. Alter, wie easy, wie easy. So isst man Pizza Salami mit einer Gabel. Ah, ich würde es jetzt so feiern, wenn das Auto einfach auf den Benz hier fällt. Ha. Boah, das sieht gar nicht gesund aus. Ich hoffe, der Mann weiß, was er da tut. Ich hoffe, der Mann weiß, was er da tut. Nein. Pizza Salami. Ferrari. Pizza Salami. Wir haben Kohle bekommen. Einfach 70 Euro. 70 Euro für das Auto. Aber dafür fast Auge verloren. Alter, ich hab einen Splitter im Auge. Alter, ich hab einen scheiß Splitter im Auge. Oh mein Gott. Boah. Ich hab Glück, dass es nicht in die Pupille geflogen ist. Deswegen dreckige Schutzbrille anziehen. Ich bin so behindert.